Willkommen zurück bei Ratchet & Clank Rift Apart. Wir müssen jetzt mit Captain Quantum reden und die Geschichte zum Ende bringen. So, mehr oder weniger. Kann ich mir das noch markieren? Jawohl, kann ich mir auch markieren. Irgendwo da hinten muss er stehen. Ja. Ach so, da hinten an der Bar ist er. Sorry, Moment. Okay, das Schaf ist auch wieder da. Wir treffen uns wieder, Rivet. Ja. Der finale Showdown steht bevor. Das wäre aufregend. Okay, okay, wir müssen ihn herauslocken. Also dachte ich, ich verkleide mich als Roboter, aber mit einem riesigen... Hä? Erkennt ihr dieses Geräusch? Hört genau hin. Ist es Angst? Hoffnung? Oder die Unausweichlichkeit des Todes? Nein, ich bin's! Beim Siegen ist ja nichts Neues, sagt ihr. Ha, ganz recht, aber ihr seid nur ein Teil einer Dimension. Was? Was ist mit dem Rest? Nennt mich ruhig altmodisch, aber ich finde, alle haben ein bisschen Unterwerfung verdient. Also, zur Feier dieses monumentalen Ereignisses möchte ich den guten Doktor ehren, der mich zu dieser Reise inspiriert hat. Ich überfalle seine Heimatdimension höchstpersönlich. Was? Mein erster Halt? Megalopolis. Oder, wie ich es gern nenne, Neu-Nefario City. Wann legen wir los? Sofort. Sind wir daheim? Ich befürchte schon. Okay, schließ dich dem Kampf an. Alles klar, mach ich. Unsere Dimension wirklich zu seiner eigenen. Nefarius ist gleich davon. Wenn ihr ihn ablenkt, kann ich versuchen, den Dimensionator von oben zu schnappen. Wir treffen uns dort. Okay, das mache ich. Ich wollte noch was kurz im Vorfeld sagen. Bevor ich jetzt die letzte Folge, also wenn es denn jetzt die letzte Folge ist, gestartet habe, habe ich mir noch alle Cracker-Bären geholt. Das sind diese kleinen Stofftierbärchen. Da habe ich jetzt aber nichts zu aufgenommen. Und ich habe nochmal die Kampfarena gemacht, um mir eine Trophäe zu holen. Hat denn Miss Zokon jetzt eventuell eine neue Waffe für uns am Start? Mal gucken. Bist du kampfbereit oder hältst du dich nur auf dem Laufenden? Ja, leider hat sie keine neue Waffe für uns. Mrs. Zokon sieht dich schon bald wieder. Naja, aber irgendwie klingt sie ein wenig gelangweilt. So, dann stürzen wir uns ins Getümmel. Hey, Felsgesicht, schon gehört? Erstmal gucken, welche Waffe würde ich ihn ganz gerne aufladen. Den Supernova-Sturm würde ich noch ganz gerne aufladen. Hast du gehört, Kumpel? Erledigen wir ein paar Scharfschützen. Rivet, wie sieht's da oben aus? Nicht so toll, aber ich bin bei. Mr. Ratchet, erzähl ihm von meinen Heldentaten. Ja, passt schon. Los, schnell zum Dimensionator. Ja, ja, mach ich. Die Piratenschar. Ja, jetzt helfen mir natürlich auch die Piraten. Echt nice gemacht. Scharfschütze erledigt. Aber es waren ja noch nicht alle Ratchet. Ach du meine Güte, irgendwas war da hinter mir. Ich brauche Munition.
zwei Scharfschützen gibt es noch. Ah, verdammt, gleich ist die Munition alle. Dann laden wir noch die Kreisklingen auf. Noch ein Scharfschütze. Das ist der da hinten, wa? Die Nefariosse sind direkt voraus. Die Nefariosse? Wow, getroffen. Verdammt. Wo ist denn noch ein Scharfschütze? Ist das der? Okay, der Himmel scheint frei von Scharfschützen zu sein. Los! Ja, das scheint er gewesen zu sein. Erstmal die ganzen Schräubchen einsammeln. Schade, dass wir uns wirklich keine neue Waffe mehr kaufen konnten bei Miss Zircon. Wir haben so viele Schrauben. Ah, der Kopfjäger haut echt rein. Wenn ich denn mal damit treffe, ne? Ach du Scheiße, Nefarius-Moloch. So, das ist der richtig dicke Gegner da hinten. Ach, um den kümmere ich mich gleich. Ich habe noch meine aufgeladenen Waffen. Oh. Ach, verdammt, jetzt habe ich auch dafür keine Munition mehr. Aber wir haben wieder für einen Supernova-Sturm was. Wo die anderen hier vorne irgendwie ausschalten. Das dafür gereicht natürlich nicht. Dann nehmen wir den Leere-Reaktor. Also die Damage macht das gar nicht. Dann gehen wir auf den Friedensstifter. Das schindet dann doch mehr Eindruck. Ich hab voll daneben gesammelt. Keine Ahnung, wo die Rakete gerade hingeflogen ist. Jetzt kommt er hier rüber zu mir. Oh. Ja, freu dich mal nicht so früh. Jawohl, das war's. Immer her mit den Schrauben und mit dem Raritanen, was ich auch gerade bekommen habe. Ach, Karte ist offline. Ich wollte gerade gucken, ob wir hier vorne eventuell was finden. Hinten ist auf jeden Fall Energie. Darf ich natürlich nicht außer Acht lassen. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auch über zwei Wochen nichts aufgenommen. Ging einfach nicht. Und im Gameplay, ja gut, da bin ich relativ geschmeidig wieder drin, finde ich. Und jetzt gehen wir auf den Blitzschlag. Komme ich jetzt weiter? Sie sind hier. Ihr seid die Helden dieser Dimension? Das ist ja urkomisch. Letztes Mal war reines Glück, Nefarius. Das ruft nach einer speziellen Art der Vernichtung. Ich warte schon lange auf einen Anlass für meinen neuen Anzug. Wo ist er? Hin. Was machst du jetzt, Nefarius? Ja, nice. Wir können wieder mit Trudy fliegen. Da! Da vorne! Ist das ein Spalt? Oder... Ach, meine Güte. Wir brauchen deine Hilfe. Nefarius hat... Ach du Scheiße. Wow. Wo bin ich? Wo? Du bist nicht mehr im Exil. Was ist denn in dich gefahren? Ich war's gewöhnt, dass du träge bist. Ja, Augenblick mal bitte. Los jetzt! Wir müssen das Ding bekämpfen! Ach so, der hat noch unten so ein Feld, womit er mich trifft. Okay, ich glaube, ich muss mich... Auf die Bildschirme feuern! Achso, okay. Mache ich. Kein Problem, Rivet. Du rettest niemals! Quantum? Was? Wir haben einen Plan. Halt ihn nur noch etwas länger hin. Okay, klar! Ich glaube, ich sollte andere Waffen nehmen. Was hältst du von meinem neuen Look? Ich nenne es meinen Power-Anzug. Hab selten Gelegenheit, ihn rauszuholen. Schätze, deine Beerdigung ist eine gute Gelegenheit. Los, wir müssen nur seinen blöden Power-Anzug schwächen.
Das ist gar nicht so einfach, Rivet. Ich muss echt aufpassen, wenn ich schieße, dass ich dann von seinem Strahl da nicht getroffen werde. Hier liegt auch nicht so wirklich Energie rum. Du glaubst wirklich? Du hast eine Chance? Los! Wir müssen eine Schlacht gewinnen! Du kannst das, Quantum! Imperator Nefarius, dein Feldzug der Zerstörung, Grausamkeit und Vornehmtuerei ist vorbei! Gut so? Ich hab Gänsehaut. Oho. Spitzenmäßig! Los, spring! Du! Diese Dimension glaubt wirklich, sie kann mich fertig machen! Ich könnte ihre Helden in Rente schicken! Das Ding funktioniert noch. Das ist nicht gut. Alle Mann, schießt auf die Bildschirme! Welche denn? Achso, seine Augen. So, bringt man einer Dimension Respekt bei. Unkonventionell. Stupst er mich auch hier rum? Ist ja auch Bockwurst, aber ich treffe den auf jeden Fall von hier. Wow. Runter da, schnell. Oh. Das ist meine. Ich habe gedacht, da wäre eine Plattform. Diese Dimension glaubt wirklich, sie kann mich fertig machen. Ich könnte ihre Helden in Rente schicken. Na, das könntest du wahrscheinlich. Das ist nicht gut. Alle Mann, schießt auf die Bildschirme! Ja, mach ich. So, Lebensenergie heben wir uns erstmal auf. So! Ich bei deiner Dimension Respekt bei! Unkonventionell! Abzahl! Effektiv! Komplett unkompressiv, die Einfallsreichtum, Eleganz! Das ist meine Dimension zum Herrschen! Ah ja, stimmt, so schnell kann ich ja hier auch noch her switchen. Oh, jetzt habe ich dafür keine Munition. Weiter feuern, Ratchet. Ihr habt ihn alle gehört. Das ist langsam echt nicht mehr komisch. Schieß weiter auf die Bildschirme. Ich mach das schon gleich. Keine Sorge. Sind alle okay? Wow. Yep, da ist nur ein Nefarius, der so groß ist wie... Und dann wäre es wahrscheinlich von Vorteil, wenn ich die Waffen switche, oder? Wir sind ganz nah! Halte durch! Naja gut, das Bohrrudel zieht immer nur 1% ab. Nicht so toll. Er blickt mein herrliches Werk! Und verzweifelt! Lasst euch nicht ablenken! Verdammt, ich habe keine Munition mehr für gute Waffen. Supernova-Sturm. Den habe ich noch. Aber der muss ja auch immer aufladen. Du hältst dich für clever, was? Ich werde siegen! Ich versuche mal damit in Bewegung zu bleiben. Supernova-Strudel. Stufe 5 ist die Waffe jetzt. Wow, die Bildschirme. Nein! Nein, 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 nein! Das Tolle ist ja, ich sehe gerade, der trifft mich ja nicht. Wow, doch. Oh, ist ja toll, das ist meine Hauptaufgabe, dir den letzten Nerv zu rauben. Das ist nichts gegen die Schlachten, die ich gewonnen habe. Zahllose Siege, eure Dimension, mit einer weiteren in meinem Trophäenschrank. Echt jetzt, ja? Ja, okay, ist eine tolle Nummer. Ah, der eine Bildschirm ist schon hin. Oh, verdammt. Aber ich habe noch 74% Lebensenergie. Jetzt brauche ich eine neue Brille. 3% hat er noch. Und ich habe dafür keine Lebensenergie mehr. Ach Quatsch, keine Schuss mehr. Mal gucken, ob wir den mit der Kreisbring treffen. 1% hat er noch. Was habt ihr getan?
Weil wir haben dir wehgetan. Reicht doch schon. Ratchet. Oh mein Gott. Wo geht's denn jetzt hin? Ah ja. Meine Augen! Warum? Ich sehe nichts! Ich will meinen Anzug wieder voll in Funktion! Jetzt! Auf zum Optiker! Die Mönche glauben, sie können helfen! Gelange möglichst nah an den Farius ran! Ich lenke ihn ab! Ja gut, okay, ich versuche es zurück. Oh, ich glaube, das ist hier so ein Spiel auf Zeit. Hier ist Munition drin und schnell rüber. Hier drüben! Ich kann euch in Nefarios Herz bringen! Naja, das des Roboters. Schnell jetzt! Vielen Dank! Da! Das Herz! Wenn wir es zerstören, können wir seinen Mac komplett lahmlegen. Okay, der scheint mehrere Angriffspunkte zu haben. Fangen wir mal an mit dem Friedensstift. Oh, verdammt, eine Rakete feuert mit dieser mit. Raus! Soldaten, los! Verteidigt das Herz! Oh Gott, jetzt kommen ja auch noch normale Gegner. Wow, da geht's hier runter. Intriganten, undankbaren Bewohner dieser Dimension, in den düstersten Winkel der Realität, um zu leiden, wie es ihr winziger Verstand nicht ansatzweise begreifen wird. Ja, ich hab dafür schon Verständnis. So. Du meine Güte. Deshalb ist meine Dimension so schwer zu erobern. Es liegt nicht an mir. Ich sehe gar nicht mehr durch, wenn ich ehrlich bin. Werden wir ja sehen. Okay, dann habe ich ihn getroffen. Ah, nein, mein Anzug. Funktioniert nicht. Weiter vor Herrn Ratchet. Ach so, jetzt ist sein Herz frei. Verstehe. Oh. Aber damit keine Munition. Boah, Rudel muss her. Damit geht's. Aber ich muss auf diesen Strahl da ausweichen. Am besten, ich bleib immer ein bisschen in Bewegung. 10% noch. Komm schon, 5% noch. Jawohl. Gary, ich bräuchte einen Ausgang. Ja, das wäre toll, ne? Ratchet! Clank! Wir sind auf der anderen Seite der Stadt gelandet. Halt ihn auf, solange du kannst. Ihr glaubt, ihr könnt mich besiegen? Ich komme mit allen meinen Armeen, allen meinen Anhängern. Ihr werdet euch mir beugen. Er wird die Dimensionen zerstören. Recht. Ich kann nicht mehr länger davonlaufen. Ich lasse dich jetzt nicht allein. Ihr! Ich übernehme seine Armee. Schalt ihn aus. Ja, was hat denn der noch alles am Start? Ich habe gedacht, das war's jetzt mit dem Herz da drin. Anscheinend nicht. Hör nicht auf! Ich halte sie zurück, solange ich kann! Oh Gott. Sie lieben mich! Ihr alle liebt mich! Ich bin der rechtmäßige Imperator dieser Dimension! Aller Dimensionen! Oh mein Gott. Der zieht mir aber viel Life ab. Oh mein Gott. Boah, Rudel. Boah. Oh, da noch Steine auf mich, ich fasse nicht. Du reißt die Realität in Stücke, wenn du nicht aufhörst.
unsichtbaren Dimensionen kollabieren! Ja, wie konntest du nur, ja, ne? Was soll ich dazu sagen? Gar nichts. Kann ich nicht. Muss mich konzentrieren, aber da kommt schon wieder ein Stein. Oh mein Gott. Aber ich kann ihn auch ein bisschen, ja, außer... Du bist erledigt, Nefarius! Jetzt oh, kommt so eine Gegner. Ah, da finde ich das. Alle sehen, was du wirklich bist! Kommt, meine Soldaten! Zeigen wir ihnen, wer ich wirklich bin! Achso, das ist jetzt hier wieder Arena-Style. Kürt, wo bist du? Danke für die Rettung! Dankeschön. In der Zeit kommst du zurück, deinen Imperator zu verraten? KP-7416? Ja, drei Schuss habe ich noch. Schade, dass ich nicht wirklich Munition mehr dafür habe. Überaus charmant. Damit kann ich ihn aber noch ein bisschen aufhalten und dann ihm das Bohrriegel da bringen. Ja, Miss Zorkorn oder Todeshandschuh Zorkorn Junior in dem Fall, das bringt glaube ich nichts. Ah, die Waffe bringt nichts. Machen wir es mit dem Blitzschlag. Endlich! Oh! Vernichte den Rebellenkampfbot! Lass ihn nicht zu mir! Kit! Schwerer Angriff! Oh mein Gott. Ja, soll ich jetzt auf den Imperator nicht, Fabius, draufgehen oder soll ich... Achso, das macht alles Kit, ich verstehe. Das ist noch lange nicht mein Ende! Nicht ah, mal fast. Annähernd! Dann Munition brauche ich. Kit, hast du zufällig Munition? Na, ganz zufällig halt. Könnte sein, ne? Supernova-Strudel. Wo ist denn der Imperator? Ach, da hinten. Oh, hat er mich jetzt getroffen damit? Was zieht er da für eine Session ab? Was hat er da für eine Faust gehabt? Oh, jetzt ist er wieder hinter mir. Jetzt ruft er wieder seinen Stein noch. Ja, hab ich mir schon gedacht. Na komm, an mit deiner Faust. ...15% noch und Faust. Ja, ja. Wissen wir, ja. Ich hab noch ein bisschen was an Munition. Das soll's ja nicht mit der Waffe hier gewesen sein. Von daher gehen wir jetzt mal... ja, wo gehen wir denn? Miss Partypilz! Der Spaß hört nie auf. Na, natürlich nicht. So, und dann auf den... Ja, auf was denn? Auf der Exekutor. Gucken, ob das geht. Die Partypilze schießen den auseinander, so wie es aussieht. Los, los, los! Oh, jetzt kommt wieder dieser andere Roboter, wa? Zeigen wir ihnen, wie es geht! Wenn die nah genug dran sind, schaffe ich das. Oh, verdammte Axt. Jetzt brauche ich den Leere-Reaktor. Echt jetzt, Kit, ja? Schaffst du das? Tatsache. Aber die droppen keine Munition? Doch, hier liegt jetzt was. Kommt, meine Getreuen! Jeder Einzelne! Kommt, um gemeinsam für euren geliebten Imperator zu kämpfen! Nee, lass mal. Lass das mal. Sie sind alle weg? Hallo? Ja, niemand? Die sind alle Schwertfische. Genug! Ich werde jede Dimension ins Nichts stürzen! Wer übertaktet den Dimensionator? Eine schnell, Pfade, ich kann öde Leere! Sagt, lebt wohl! Was soll ich denn jetzt machen? Ich werde keine bloße Fußnote. Ich treffe den nicht von hier. Geschichte sein. Ach so. Ich bin Geschichte! Das ist der Teil, wo du verlierst! Echt schön gemacht, Wirret. Dachtet ihr echt, ihr habt mich? Von
mir, du scheußliches! Bitte, wir gewinnen gemeinsam! Was weißt du denn schon übers Gewinnen? Was? Ihr zwei seid wirklich Teufelskerle. Musst du gerade sagen. Bereit, alles hinzubiegen? Mit dem allergrößten Vergnügen. Leid, was ich gesagt habe. Wir sind Freunde und danke fürs Zurückkommen. Team? Team. Ist wohl Zeit, nach Hause zu gehen, hä? Ja. Unsere Dimension könnte gerade ein paar Helden vertragen. Tja, was haltet ihr zwei von einem Zwischenstopp auf dem Weg? Wo soll's hingehen? Du weißt wohin. Sind das wir? Ja, das war's. Wir haben's geschafft. Wir haben das Universum gerettet oder einige Dimensionen davon oder alle vielmehr. Kann ich das eventuell abbrechen? Ja, kann ich oder könnte ich in dem Fall. Ich bin auch nicht so der Spezialist für die letzten Schlussworte. Und ich weiß nicht, ob das wegen der Musik geclaimt wird, daher überspringen wir das mal schnell. Das konnten wir auch überspringen. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Hauptgeschichte abgeschlossen, du hast den Herausforderungsmodus freigeschaltet. Behalte alle deine Waffen und spiele eine schwierige Version des Spiels, um neue Waffen, Aufrüstungen zu bekommen und mit dem Bolt-Multiplikator noch mehr Bolts abzuräumen. Im Titelmenü kannst du jederzeit einen neuen Herausforderungsmodus-Durchlauf erstellen. Aha. Zurück zum Zurkis. Ja, machen wir mal. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Alles klar. Schon etwas her, dass ich Landgang hatte. Zeig mir etwas Romantisches. Können wir das jetzt alles normal machen? Kann das sein? Ja, wir können das nochmal machen. Warte mal kurz. Ja, genau. Das Ding ist aber, ich frage mich gerade, wo ich den letzten Spionhut bekomme. Er muss ja hier irgendwo sein. Oh, da ist Mord. Okay, Gary ist auf dem Ding da drauf. Auch nice. Die Karte kann ich ja noch nicht ab. Da ist Ratchet und Clank. Wolltest du etwas bestellen? Nein, danke. Ich erwäge bloß was. Okay, er zieht's in Erwägung. Schließe ich jetzt aus dem Kontext. Aber zum Geier ist der letzte Spionwort. Dahinter ist er auch nicht. Wir haben hier vorne keine Karte, aber wir können dann eine abrufen. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn wir ein neues Spiel nehmen, ob es dann noch ein Gebiet gibt. Keine Ahnung. Hier hingegen ist der Spionbot. Und der ist... Ja, der ist da hinten. Ah! Sieh mal einer an! Okay, schön, dann können wir uns den Donner holen. Ah,
ja, wer Augen im Kopf hat, ist bei Videospielen komplett im Vorteil. So kommen wir da ran. Bots wiedergefunden, Suidi. Komm bald zu mir, damit ich dir die ultimative Waffe bauen kann. Eine Räder. Oh, das machen wir jetzt. Dann, Leute. Kommt her. Die ultimative Waffe ist hier. Und das alles nur dank dir, Herzchen. Oh mein Gott, das Ding sieht ja geil aus. Bis das nächste gebaut wird. Okay, ja, hätte ich das vorher abgecheckt, dann hätten wir für den letzten Kampf die Waffe auch gehabt. Aber gut, dann holen wir uns die jetzt. Das Teil ist so heiß. Glaube ich dir. Ist sie schon komplett aufgerüstet? Nee, ist sie nicht. Ja, ist ja klar, wir müssen ja erstmal Stufe 5 erreichen. Ne? Was haben wir denn? Tempoerhöhung. Direkter Schaden. Oh ja, direkter Schaden ist aber gut. Wir sind da gerade durch die Kamera gelaufen. Was ist das? Wirkungsbereich. Tempoerhöhung machen wir erstmal. Mehr können wir uns ja nicht holen. Schade eigentlich. Ich lass dich nur ungern gehen, Sugar. Kann ich damit jetzt schon rumballern? Oh mein Gott. Das ist ja heftiger Scheiß. Also wisst ihr auf jeden Fall, hier kommt er an den letzten Spionbord ran. Ich möchte sagen, in der letzten Folge hatte ich nochmal auf die Karte geguckt und dann hatte ich den auch entdeckt. Aber ich habe gedacht, wenn wir in der Story weitergehen, dass wir so da rankommen. Aber leider ist das nicht der Fall. Aber sie hat jetzt auch keine weiteren Waffen. Komm mit Miss Turcon ins Geschäft! Ja. Ich würde ganz gerne noch eine Waffe kaufen. Jetzt haben wir so viel Schrauben und wir können es nicht ausgeben. Das ist echt schade. Wir haben sowieso in allen Gebieten alles gefunden. Was haben wir jetzt noch bei Sammelobjekte? Ach so, ja, den letzten Spionbot. Und wenn ich jetzt ins Menü gehe... Also beende ich die Spielsetzung, alles klar. Nee, das wollen wir ja nicht. Aber ich glaube, wie gesagt, Widerstand, da war ja jetzt auch, wenn wir ein neues Spiel starten... Dass wir mit dem Bolt Multiplikator, glatten Knoten in Anzug von, wenn ich das ausspreche, dass wir dann noch mehr Bolts sammeln können. Und ich glaube, dass Miss Zirkon dann auch noch die ein oder andere Waffe für uns parat haben wird. Ja, wie dem auch sei, wir haben es geschafft. Wir haben das Universum gerettet. Jetzt sage ich das schon das zweite Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wenn ihr denn bis zum Ende dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Und vielleicht wollt ihr es euch ja auch selber holen, wenn er es nicht schon hat. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die von Anfang bis Ende oder bei den einzelnen Folgen dabei waren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr hört und seht, was ich mache bei einem anderen Projekt. Jetzt sind wir erstmal am Ende.